Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch zwar keinen Tabak in direkter Form vorstellen, sondern heute möchte ich euch vielmehr vorstellen, welche Möglichkeit ich jetzt noch gefunden habe, Tabake aus den USA hier nach Deutschland schicken zu lassen. Und zwar über einen Online-Shop, der meines Wissens nach hier in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Konkret vorstellen möchte ich euch heute diesen Online-Shop hier. Der Online-Shop bietet, wie sollte es auch anders sein, eine entsprechende Anzahl an Tabaken, die man hier online ordern kann. Und zwar deutlich mehr als 200 verschiedene Sorten. Da sollte also für jeden Geschmack etwas dabei sein. Und wenn wir uns die Seiten so anschauen, die Tabakauswahl selbst, was die Hersteller angeht, geht über mehrere Bildschirmseiten, so sollte eigentlich für jeden Geschmack etwas vorhanden sein. Während des Bestellvorgangs hat man die Möglichkeit, sich die Kosten für den Versand sofort anzeigen zu lassen. Und zwar gibt man einfach einen Klick auf den Link, gibt oben sein Land ein, sowie die Postleitzahl und schon erscheinen direkt unten drunter die Möglichkeiten des internationalen Versandes mit USPS. Und hier werden halt auch schon sehr preiswerte Optionen angeboten, die entgegen der Darstellung trotz allem im Internet entsprechend nachverfolgt werden können. Nach der erfolgten Bestellung erhält man automatisch per E-Mail nochmal eine Bestätigung, solch eine Receipt, wo genau dargestellt wird, was man bestellt hat. Und anschließend erhält man eine separate E-Mail mit eben diesen Angaben hier. Oben die Adresse habe ich jetzt natürlich gelöscht und auch die Tracking Number habe ich gelöscht. Aber ein Klick auf die Tracking Number, man kann ganz genau nachvollziehen, wo sich die Sendung gerade befindet. Mit etwas Glück findet man auf seinem Päckchen dann diesen Aufkleber vor und alles ist gut. So, nun habt ihr den Shop hier soweit kennengelernt. Ich hatte dort ursprünglich Ende letzten Jahres, also wirklich am 31. Dezember, Tabak für mich bestellt und dieser hätte eigentlich auch schon im Januar herkommen sollen. Leider war ich der Meinung, dass es möglich sein dürfte, dem Shop einfach mal eine Packstationnummer zu geben und das Ganze bequem von der Packstation abzuholen und habe dann im Laufe der Wochen leider erfahren müssen, dass dies nicht ganz so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Zwar hatte der Shop alles entsprechend ordnungsgemäß versendet, doch spätestens hier in Deutschland beim deutschen Zoll lief das Ganze dann halt eben darauf hinaus, dass das Paket als Empfänger unbekannt postwendend zurück in die USA geschickt worden ist. Ich hatte die ganze Zeit über E-Mail-Kontakt mit dem Händler, und dieser hat halt herausgefunden, dass eben eine Ablehnung erfolgt ist und dass die Lieferung letztendlich auch wieder bei ihm gelandet ist. Also habe ich ihm dann doch mal eine reale Adresse angegeben. Er hat das Paket nochmal auf den Weg gebracht und nach etwas über einer Woche war es dann letztendlich bei mir. Und bestellt hatte ich bei ihm folgende Tabake. Da haben wir einmal aus dem Hause Cornell & Deal den After Hours Flake. Den kann man hier eigentlich ganz schön erkennen. Ferner hatte ich mir bestellt, weil die Amerikaner oft vorgestellt hatten, den Bob's Chocolate Flake. Ich denke mal, der dürfte so ein bisschen vergleichbar sein mit Samuel Gabber's Chocolate Flake. Da bin ich schon gespannt, ob ich da Parallelen entdecke oder ob es eben halt doch völlige Unterschiede gibt. Des Weiteren habe ich mir von True Estate den Central Park Stroll bestellt. Und zu guter Letzt, dieser Tabak wird allerdings nicht bei mir bleiben, sondern der wird jetzt auch noch zu einem Pfeifenfreund nach Norddeutschland geschickt werden. Von Samuel Gabbeth, dem Premium Aromatic Captain Cool. Von dem habe ich bereits eine Dose hier, den ich aber selbst rauche. Und dieser hier geht zu einem Pfeifenfreund, wie gesagt, in den hohen Norden. Wenn das Video hier online geht, wird er diesen Tabak bereits haben. Ich werde ihm also die Überraschung nach wie vor nicht nehmen können und hoffe, dass er ihn entsprechend genießen wird. Ich kann euch also wirklich nur empfehlen, gebt diesem Shop einfach mal eine Chance. Pipe & Leaf, wie gesagt, ist hier meiner Meinung nach gänzlich unbekannt. Aber dadurch, dass man die Möglichkeit hat, aus verschiedenen Versandmethoden auszuwählen und selbst bei der günstigsten Versandmethode die Möglichkeit hat, anhand der Tracking Number die Sendung mitzuverfolgen, kann ich euch das Ganze wirklich nur ans Herz legen.
So manch anderer Shop ist da von den Versandkosten her nahezu doppelt so teuer, teilweise sogar noch höher. Das war es auch schon soweit von mir für heute. Ich danke euch in gewohnter Weise sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Bin natürlich weiterhin auf euer Feedback gespannt und natürlich auch darauf gespannt, ob ihr vielleicht doch schon Erfahrungen mit Pipe & Leaf gemacht habt. Wir sehen uns auf jeden Fall auf diesem Kanal hier. Bis demnächst, macht's gut. Happy Puffing. Ciao.